So. Da ist Ratte. Dann war das offenbar nicht hier. Ich habe da noch so ein paar Kristalle gesehen. So, Kohle. 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 Klumpen. Wir machen hier noch mal Licht. So, da und da. Da, da und da. Holz habe ich keins dabei, ne? So, den da oben säbeln wir auch nochmal ab. So. Dann sind wir erstmal glücklich hier, weil es hier ja eh noch weitergeht. Setzen wir da mal eine Treppe hin. Und da. Und da. Und es nimmt einfach kein Ende. Das ist so der Hammer. Es nimmt einfach kein Ende und da hinten sind schon wieder so mies Dinger. Das ist unglaublich, ey. Na komm. Boah, und hier ist wieder Schotter bis zum Abwinken. Da ist auch wieder Zeug. Und da. Die Höhle geht einfach immer weiter. Hier geht's runter. Hier. 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 Und hier ist jetzt wenigstens eine Sackgasse. So, dann mache ich doch mal wieder ein paar Treppchen. So. Zack. Nee, das wollte ich. Da will ich die Hälfte. So, einmal Hälfte. Zack. Nochmal Hälfte. Zack. Da die Hälfte. Da die Hälfte. Dich packen wir mal weg. So. Knallen wir hier wieder ein paar Treppen hin. Einmal hier. Einmal da. Kann ich hier hochspringen? Kann ich darüber? So. Zack. 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 Kann ich mit der ganz normalen Pick-Dings da lang und das Zeug raushauen? So, und dann kann ich mir wieder ne ganz normale Pickeldingsbums machen. Wie viel Stäbchen habe ich noch? Nicht mehr allzu viele. So, einmal dich. Stahl habe ich noch. Die brauche ich jetzt nämlich. Für dich, dich und dich. So, den Rest können wir ja dann wieder mit der Stein machen. So, ich werde jetzt auch gar nicht mehr groß tiefer graben. Es sei denn, ich sehe direkt wieder was, wie gesagt. Einfach weil ich denke, dass es so viel ist, dass wir ja noch an so vielen Stellen prinzipiell forschen und graben könnten. Ich möchte es jetzt auch nicht übertreiben. Also, nicht zu sehr, sagen wir es mal so. Okay, da ist jetzt erstmal Ruhe im Karton. So.
Wir nehmen hier jetzt quasi einfach erstmal die offensichtlichen Dinger mit. Einfach damit wir sie haben. Wir wollen ja unseren Minenbau, unseren Bergbau auch noch ein bisschen tiefer bringen. So. Hier sind wir eigentlich durch. Genau. Da sind wir an und für sich durch. Da hinten muss ich irgendwie wieder hoch. Das werden wir schon hinkriegen, glaube ich. Zur Not habe ich genug Treppen. Da oben ist Kohle, da müssen wir jetzt nicht unbedingt hin. Ach, ganz da oben muss es einfach nicht sein. Wenn wir hinkämen, okay, aber so, zack, zack, kommen wir natürlich hin. Wunderbar. So, dann schauen wir uns doch hier mal um, wo wir noch Zeug finden. Hier haben wir noch, das ist auch Eisen. Das scheint mir auch Eisen zu sein. So. Ja, das sieht sehr nach Eisen aus. Da haben wir Kupfer. Hier haben wir Kohle, die wir natürlich ohne zu zögern mitnehmen. Wie gesagt, Kohle können wir gut gebrauchen. So, die nehmen wir natürlich auch mit. Dann ist hier erstmal Ruhe. Da ist auch Ruhe. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. So. Da ist erstmal nichts. Da ist nochmal Kohle. Also, nee, Eisen. Da ist auch noch Eisen. Vielleicht knall ich hier jetzt auch wieder eine Fackel hin. Die ist gut platziert, die Fackel, stelle ich gerade fest. So. Dann knall ich dich doch dahin. Und nehm hier dich mit. Da drüben habe ich wieder dieses komische Zeug gesehen. Diese Diamanten. Da werde ich schon noch dran denken, dass ich die auch abholen soll. So. Dich nehmen wir mit. Da muss man echt aufpassen. Mit diesem Schotter, weil der kann locker runterfallen und einem ganz schön auf den Kopf. So, ich glaube, ich esse mal wieder eine Kleinigkeit. So, das da oben lasse ich jetzt erstmal bleiben. Das ist ja nur Kohle. Da hinten ist dieses Miesgedönse. Wie gesagt, ich möchte nicht, dass mir der Schotter auf den Kopf fällt. Das möchte ich einfach wirklich bleiben lassen. So. Ups, da bin ich wohl gerade an mein Mikro gekommen. Das Zeug hier nehme ich noch mit, weil wenn ich da oben bin, bei dem Gemiesel, dann will ich da natürlich weiter forschen. Boah, ich brauche dringend Mobs, die mir echt sympathisch sind, weil hier gäbe es doch super Mobs. Das wäre echt so der Hammer. So, hier Kohle. Da Kohle. Da Kohle. Da kommen wir her, wobei es hier noch Kohle gibt. Da auch noch. Da kommen wir auch her. Ja gut, das machen wir alles auf dem Rückweg, glaube ich. Da ist eine Ratte. Was finden die Ratten hier unten eigentlich zum Essen? Apropos. So. Hier. Na komm.
So. Da nehmen wir noch Kohle mit, da ist sonst nichts mehr. Nein. Ich glaube, hier wird es wieder Zeit für eine Fackel. Sagen wir mal da. Und dann holen wir da wieder das Eisen raus. Wobei das jetzt gerade Kupfer hätte sein müssen. Ne, ich glaube, das ist Kupfer. Da haben wir wieder Kohle. Und dann sollten wir uns vielleicht eine neue machen. Mal langsam. So. Und Licht aus. Nehmen. Platzieren. Na, vielleicht nicht unbedingt da, sondern eher da. Ich glaube, das ist nicht viel besser. Machen wir das so. So. Da geht es auf jeden Fall nicht weiter. Gut, holen wir dich da auch noch aus der Wand und dich. Und dich. So, ist da hinten irgendwo noch was? Nein, ist nicht. Dann geht's hier quasi rein und da oben geht's natürlich weiter, das ist so klar. So, da drüben waren wir überall schon, da unten waren wir auch schon. Wie gesagt, die Kohle da oben wollte ich nicht holen, weil ich nicht von Schotter erschlagen werden will. Die Kohle können wir natürlich holen. Die Kohle könnten wir auch holen, dann würde der Schotter hier nach unten fallen. Das probieren wir mal aus. Wie ich es prophezeit habe. So. Was allerdings auch gar nicht so schlimm ist jetzt. Den Block hier nehmen wir mit. Den Block genauso. Den Block ebenso. So, dann haben wir die Blöcke jetzt erstmal. Und dann schauen wir mal, wo es hier hinten weitergeht. Da geht es nach hier oben. Machen hier trotzdem mal Licht. Wow, wow. Wow, wow. Wir schauen uns erstmal nur um. Okay, das wäre quasi die gleiche Ecke. Das wäre quasi, wenn wir hier gerade ausgegangen wären. Hier geht es auch noch weiter. Ich habe keine Ahnung, ob ich jemals wieder zurückfinden werde. Hier geht es nicht mehr weiter. Das ist eine Sackgasse. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal richtig schön. So, die Kohle lasse ich jetzt erstmal da liegen. Das Eisen nicht. Ich weiß, wir brauchen noch Kohle, wir brauchen sogar richtig viel Kohle. Da fällt mir gerade ein, ich könnte den Ofen eigentlich jetzt mal wieder setzen. Bam. Na, bam. Und ein bisschen Kohle platzieren und ganz viel Eisen, damit wir das Zeug geschmolzen kriegen. Ich glaube, wir sollten ein bisschen mehr Kohle reintun. Dann haben wir zum einen Platz, weil wir dann wieder stapeln können, und zum anderen können wir uns gelegentlich auch noch den ein oder anderen Eisenspitzhacken-Dingi machen. Dingi vor allem. Einfach für den Fall. Also wir können das hier schon. Die Frage ist, kommen wir dann wieder raus? Oder müssen wir dann den ganzen Schotter mitnehmen? Das ist halt die Frage. So. Zur Not können wir ja nach oben graben, also so wäre es nicht. Hier, da. Sehe ich da noch was? Na, nein. Da traue ich mich gerade nicht, weil da drüber natürlich auch Schotter sein könnte. So, dann platzieren wir hier doch mal eine Fackel. Da ist zu.
da ist Kohle. Da ist Kohle, die wir alle mitnehmen. Da sind schon wieder so Schotterdinger. Bin gerade ein bisschen reserviert, muss ich sagen. Weil ich natürlich hier bei jedem Stich auf der anderen Seite irgendwelche Kiesteile auslösen könnte. Das Loch machen wir am besten zu, glaube ich.